Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Guten Morgen. Gerade einen kleinen Stock. So, wir haben beim letzten Mal den Kraborka besiegt und haben uns den Ring des Sakrels geholt. Normalerweise habe ich jetzt gedacht, wir müssen jetzt wieder zurückkehren irgendwie. Warte mal, Quests. Brückenbau, Lied von Sakrel. Gut. Weiß nicht, warum das nicht abgezeigt wird. So, wir müssen jetzt zu diesem, zum Haus der Balladen zurückkehren. Weil wir haben ja den Ring von Sakrel geholt. Kann ich da irgendwie reinzoomen? So. Und jetzt wollen wir Anspruch erheben auf den Sitz. Denn wir haben den Grabocker besiegt und haben uns den Ring besorgt. Mein Glückwunsch. Dankeschön. Ja, von der Ausrüstung, die ich gefunden habe, konnte ich nichts tragen. Es gab eine Rüstung, wirklich eine Stahlrüstung augenscheinlich. Die allerdings leider uns 4 Macht kostet. Also 4 Machtpunkte. Und die haben wir nicht. Das ist ja der Sterbliche. Ja. Beeindruckend. Ein Kind des Staubs hat den Grabocker besiegt. Ihr habt euch wahrlich eine Legende geschaffen. Mein Freund, euch wird der Sitz von Sir Sagrell mit allen dazugehörigen Privilegien verliehen, einschließlich der Mitgliedschaft im Hof der Zauber. Doch leider bleibt uns keine Zeit für Feierlichkeiten. Es gab einen weiteren Zwischenfall. Der König schickt nach euch. Hervorragend. Sprecht mit König Wensten im Oratorium. Es steht auf dem Gipfel von Ettinmeer, wo es einst die Herren und Herrinnen des obersten Hofes beherbergte. Okay. Nehmt diesen Trank. Ihr werdet ihn brauchen, um Sir Ferrara ins Leben zurückzuholen. Falls die Sterblichen nicht kürzlich eine Methode der Wiederbelebung entdeckt haben, ist er unsere einzige Option. Ihr werdet wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, ihn zu verwenden. Und nun geht und sucht König Wensen auf. Die Erzählung liegt jetzt in euren Händen. Aber wie ist der Name des Königs ziemlich... ein bisschen so abge... Weiß nicht, also... So, das mal, wir werden aber uns darum später erstmal kümmern. Und zwar gehen wir jetzt erstmal hier Brücken bauen. Und dann müssen wir noch... Wieso werden mir die eigentlich nicht angezeigt? So, wir gehen jetzt erstmal nach Gorha zurück und erzählen dem Dorfältesten, dass die Feien keine Rache wollen und so. So. Na, wo ist der an? Der ist da hinten. Geht zur Nanne, wenn ihr alchemistische Waren benötigt. Nee, benötige ich nicht. Gerade nicht. Wir haben bei Nanne ja letztens gut eingekauft. So. Ihr habt es geschafft. Ihr seid zurück. Ich hatte schon befürchtet, die Feien hätten ihre Rachegelüste an euch ausgelassen. Wie üblich war ich im Irrtum. Die Feier hat sich erholt, dank eures Tranks. Sie möchte die nächsten Wochen im Dorf verbringen, bis sie wieder völlig gesund ist. Gorhard wird eine neue Gemeinschaft sein, ein Ort des Miteinanders, und das verdanken wir euch. Bitte nehmt mein Schwert und meinen Holzschild. Sie werden euch ebenso nützlich sein, wie sie es mir waren. Dann auf bald. Ebenso. Oh! Seid gegrüßt, Fremder. Mir ist bewusst, dass ich mein Überleben euch zu verdanken habe. Und dafür stehe ich in eurer Schuld. Unsere Völker haben sich schon viel zu lange voneinander abgesondert. Aber vielleicht können wir das ja gemeinsam ändern. Das hoffe ich. Pass gut auf dich auf. So, das war doch mal was Feines. Du hast im Moment keine aktive Quest. Ja, das... Oh, hallo. Oh, hallo. Hallöchen. So. Tatsächlich wird uns nichts angezeigt. Goodie. Nein. Ins Licht.
Rede mit Arkaf. Arkaf. Mit Arden treffen, ja? Okay. Wo ist denn der andere? Der ist weiter entfernt, ne? Also ich sehe ihn hier nicht wirklich. Der ist ja ganz unten, ja gut. Dann würde ich machen, würde ich mal sagen, wir gehen jetzt wirklich mal unsere Hauptquest nach. Ins Licht. So. Da ist schon wieder eine Quest. Was ist denn das für eine Quest da schon wieder? Was ist denn da schon wieder für eine Quest? Sonnenuntergang nicht nach draußen. Gisella. Gisella. Verzeihung, habt ihr etwas gesagt? Ich bin ein wenig in Gedanken versunken. Heute könnte der Tag sein, wisst ihr? Camden könnte der Nächste sein, der um diese Ecke biegt. Was? Er ist mein Ehemann, obgleich wir nur eine Nacht zusammen waren, bevor er in den Krieg zog. Seine Miliz kämpft unter dem Banner von General Fynn. Wir hatten eine Nacht und dann verabschiedete er sich für 3 lange Jahre. Doch er kommt zurück. Mein Herz sagt mir das. Mhm. Ich kann euch nicht viel dafür geben. Aber was ich habe, gehört euch. Ach, behalt es. Die Alpha-Armee gibt praktisch keine Informationen heraus. Und alle meine Bitten um Hilfe wurden ignoriert. Vielleicht findet ihr etwas in Didenhill. Dort hat sich Camden freiwillig gemeldet. Obwohl das natürlich schon Jahre her ist. Danke für eure Freundlichkeit. Ich warte hier auf Neuigkeiten. Lebt wohl. Das stinkt zum Himmel. Sorry, wenn ich das mal sage, aber es stinkt zum Himmel. Um es mal auf ganz normal Deutsch zu sagen, der Typ hat sie einfach flachgelegt und ist abgehauen. So einfach ist das. Das hört sich zwar echt mies an, aber so ist es. Wieso werden die mir jetzt nicht mehr eingezeigt? Das ist schon ein bisschen... Wo ist er denn? Ist das in der Nähe? Ne, das dauert anscheinend doch noch eine Ecke. Das nervt mich so ein bisschen mit den Quests. Tja, der Gute hat sie einmal gepuppt und ist abgehauen. Der kämpft in keiner Armee, der hockt da wahrscheinlich irgendwo rum und schaukelt sich die Eier. Ja, 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 ja. Selbst in diesen Zeiten bleibt man anscheinend von so einem Mist nicht verschont. Weiter geht's. Wir machen jetzt unsere Hauptquest weiter. Und gehen nach zu Arden. So, hier lang. Ich folge jetzt einfach mal diesen komischen Kreis da und guck, ob er uns dahin führt, wo er uns hinführen soll. Na, guck mal, wir sind schon da. Bei Arden. Ardenzütte. Oh. Was haben wir denn da für eine leicht bekleidete Dame? Interessant. Ihr seid absolut nicht das, was ich hier erwartet hatte. Oh, ist das der Name dieses Schicksalswebers? Nein. Die Tuata, die ich verfolgt hatte, haben ihn getötet. Ich hatte gehofft, sein Leichnam könnte mir einen Hinweis darauf liefern, warum sie hier waren. Doch nun ist es mir klar. Sie hatten gehofft, euch anzutreffen. So wie ich euch kenne, habt ihr zweifellos etwas damit zu tun. Aber irgendetwas sagt mir, dass ich euch vermutlich besser kenne, als ihr euch selbst. Was? Ihr erinnert euch nicht an mich? Das verletzt mich. Aber wir haben keine Zeit, uns jetzt miteinander bekannt zu machen. Die Tuata sind noch immer dort draußen. Ich bin mir sicher, wir werden einander wiedersehen. Schon bald. Macht euch auf den Weg. Ich würde mich daran erinnern, wenn ich leicht bekleidete Frauen kennen würde. Was ist hier geschehen? Tja. Berühmte Magier. Meine alte Briefe.
Das ist das Erste, was man macht, wenn man... Wenn hier ein Toter rumliegt. Man plündert seine Hab und Gut. Aden ist tot. Wie ist das geschehen? Ach ja, wie diese tolle Augenphysik. Ben, dann habe ich sie nicht gesehen. Ich hatte gehofft, es vermeiden zu können. Aber ich denke, ich werde euch nach Dellach bringen müssen. Vielleicht nicht unmittelbar, aber irgendetwas ist falsch. Sein Schicksal wurde verändert und ich sehe niemanden außer euch, der dazu fähig wäre. Ich schätze, ich werde mich wohl selbst darum kümmern müssen. Auch wenn ich gehofft hatte, mich von Dellach fernhalten zu können. Macht euch auf den Weg. Wir treffen uns dann dort, sobald ich Aden angemessen bestattet habe. Gut. Das war jetzt schon das zweite Mal, dass ich die Toten begraben habe, die ihr hinterlassen habt. Wieso ich? Ich hab überhaupt nichts damit zu tun, du Blödmann. Ich hab gar nichts gemacht. Dreck. Gemeinheit. Wie ich das mit den Quests mache. Ja, ich werde gucken, dass die Quests, bevor wir jetzt irgendwie nach 10.000 anderen Städten, also wenn wir jetzt zum Beispiel eher wie nach Glenda oder Haxi laufen werden, werde ich natürlich gucken, dass wir alle Quests hier in Odarath und Ettemeer und in dem Netzwald machen können. Also beziehungsweise erledigt haben. Und ich habe hier Questzeichen. Warum habe ich hier Questzeichen? Was soll denn hier in der Nähe sein? Oder Tills Buch beschaffen. Ah. Und Dolch beschaffen. Ach, jetzt werden sie mir wieder angezeigt. Wahrscheinlich, weil ich in dem richtigen Gebiet bin, wa? Oder nahe dran, besser gesagt. So, oh, hier gibt es auch Quests. Und irgendwie sind hier Gegner im Dorf. Fuck, was? Spinne! Sorry, ich habe mir das gestern von einer Quest auf... Questaufnahme, ja. Alter! Böse! Ich glaube, die Viecher sind auch ein bisschen zu stark für mich, kann das sein? Mann! Alter! Den Göttern sei Dank, dass endlich jemand kommt. Endlich! Sagt, seid ihr aus Gorhard? Oder Didenhill? Wie viele Krieger reisen mit euch? Ihr scheint nicht die Unterstützung zu sein, die wir angefordert haben. Aber haltet mich nicht für undankbar. Ich könnte... Kanarok könnte jemanden mit euren Fähigkeiten brauchen. Mhm. Wir sitzen an der Grenze zum Netzwald. Die meisten von uns Seidenernter. Für gewöhnlich beschützen uns unsere Brücken und die Aura der Sommerfeien. Doch neuerdings ist unsere Verteidigung wirkungslos. Diese monströsen Spinnen greifen von allen Seiten an. Sie sind sogar bis nach Yolvan gelangt. Vor einer Woche ist der Anführer unserer Verteidigung mit einer Jagdgruppe aufgebrochen. Warten. Jemand muss ihn und seine Männer finden. Okay. Gut. Ich habe noch weitere Informationen über Barton und die Jagdgruppe für euch. Aber wecken wir keine falschen Hoffnungen. Und diese Dorfbewohner werden langsam hysterisch. Führen wir unsere Unterhaltung auf der südlichen Brücke weiter. Mhm. Weidmanns Heil! Okay. Was ist denn das hier? Faunerhaus. Hallo. Das scheint oben zu sein, ne? Hallo, junge Dame. Den Göttern sei Dank. Endlich hat es jemand von außerhalb hierher geschafft. Ich dachte schon, wir wären... Nun, ich dachte, ich würde nie wieder ein neues Gesicht sehen. Aber es ist gut, dass ihr hier seid. Ich bin Sylareta Wauner, die Arzneikundige des Dorfes. Und ich brauche eure Hilfe. Mhm. Normalerweise habe ich immer einen Vorrat an Gegengift, falls mal ein Seidenernter gebissen wird. Doch nach den letzten Angriffen hat sich mein Lager geleert. Der Trank ist nichts Besonderes. Aber nach all dieser Zeit im Netzwald reagieren wir empfindlicher auf das Spinnengift als die meisten anderen. Ich brauche deshalb noch eine weitere Zutat. Die Giftdrüsen der Spinnen selbst. Irgendjemand muss sie mir besorgen. Gut. Gut.
Ich werde eine möglichst große Menge des Trankes brauchen. Dafür werden vielleicht 15 Drüsen erforderlich sein. Okay. Gut. Einen schönen Tag noch. Zahn um Zahn. Ja, dann werden wir nochmal... Wir werden wahrscheinlich sowieso nebenbei mit den Spinnen kämpfen müssen. Wenn wir dann eine Quest machen. Und deswegen... Hä? Wieso habe ich denn hier wieder zwei Questzeichen? Ihr kommt zu Jenner. Hattet ihr schon Glück mit den Giftdrüsen? Ich brauche so um die 15, um das sichere Reisen. Wieso wird sie mir denn angezeigt? Hey. Ah. Ich speichere mal. Hier dürfte uns ja eigentlich keiner sehen, ne? So, wir haben eins der Bücher gefunden. Ne, sie haben uns nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, wir müssten sie ja wohl durch Wände sehen können, ne? So, dann sprechen wir mal mit dem Typen. So, was gibt's? Unterhalten wir uns kurz, wenn keine neugierigen Ohren in der Nähe sind. Kanarok blickt zu mir als Anführer auf. Und ich übernehme die Aufgabe gern. Doch wenn Barton zurückkehrt, hat all das ein Ende. Lasst es mich so sagen. Es ist gut, dass er tot ist. Bitte, was? Versteht ihr? Ich würde euch raten, euch mit mir anzufreunden. Solange ich in Kanarok Einfluss habe, kann ich euch für eure Loyalität gut bezahlen. Doch ich verstehe eure anfängliche Zurückhaltung. Ihr müsst nicht sofort einschlagen, aber denkt darüber nach. Man's heil! Hast du nichts Besseres zu tun in diesen Zeiten, als deiner Gier nach Macht zu frönen? Schnauze! Genau, die Giftdrüsen machen wir. So. Okay, da war leider kein Giftdrüse dabei. Yeah, yeah, yeah. So, gucken wir uns jetzt mal auf die Karte. Okay, wir suchen erstmal nach Barton. Ich glaube, ich stehe im Wald, ey. Da fragt er uns, ob wir ihn töten können. Damit er deine dämliche Gier da frönen kann. Okay. Bam, bam, bam. Sehr schön. Du Fuck. So. Au. So. Ein Tränkchen trinken und weiter geht's. Hier ist ein Skelett. Der von Spinnen getötet wurde. Ich sollte versuchen, ihn irgendwo in der Nähe der Tor angemessen beizusetzen. Okay. Bam. Wollen wir also hier dann Leichen sammeln, ne? Giftdrüse und Giftdrüse. Barton ist hier unten? Was macht er denn hier drinne? Steinbachgrotte, Schattenbachgrotte. Okay. Dann gehen wir mal da rein und gucken mal nach Barton. Barton! Wo bist du? Obwohl, Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wäre nett, wenn ihr den Part bewerten könntet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!